Minun ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet ein Duo zusammen mit Plusle und gehört zu der Gruppe der sogenannten Elektro-Naga. Minun ist ein kleines, zweibeiniges und Naga-ähnliches Pokémon, das beige und blau gefärbt ist. Hände, Schwanzende, der größte Teil der Ohren sowie die Wangen sind blau gefärbt, der übrige Körper sowie das Muster auf seinen Wangen sind somit beige. Das Pokémon besitzt einen runden, großen Kopf und relativ lange Ohren, die auf dem Kopf wachsen. Das Gesicht besteht aus den beiden schwarzen Augen, der winzigen Nase, dem Mund und den beiden Wangen. Diese weisen als Muster ein Minuszeichen auf, welches an einen Minuspol erinnert. An dem kleinen Körper wachsen die kurzen Arme und Beine. Zusätzlich ist hinten ein kurzer Schwanz zu erkennen, der am Ende ebenfalls die Form eines Minuszeichens angenommen hat. Und in der Shiny-Form ist das Pokémon insgesamt etwas heller gefärbt, die blauen Bereiche tendieren ins Grünliche. Minun ist ein schnelles Pokémon, welches sich außerdem durch seine Fähigkeit auszeichnet, spezielle Attacken abzuwehren. Im Kampf greift es Gegner hauptsächlich mit speziellen Elektroattacken wie Donner, Funkensprung oder Elektroball an, beherrscht jedoch auch viele Statusattacken und unterstützt zum Beispiel damit seinen Teampartner mit rechter Hand oder Kameradschaft oder zwingt den Gegner zur Wiederholung der gerade eingesetzten Attacke, indem es Zugabe einsetzt. Minun besitzt die Fähigkeit Minus, welche seinen Spezialangriff steigert, wenn sein Partner im Doppel- oder Dreifachkampf, typischerweise Plusle, die Fähigkeit Plus besitzt. Auch die versteckte Fähigkeit Blitzfänger, die wenige Exemplare besitzen, erhöht den Spezialangriff. Hierbei wird die Elektrizität von Elektroattacken absorbiert und für die eigenen Angriffe genutzt. Besonders vorteilhaft ist hier die Eigenschaft, dass Minun dabei keinen Schaden nimmt. Minun ist ein selbstloses Pokémon, welches in Gruppen mit anderen Minun und Plusle zusammenlebt. Ist eines seiner Artgenossen in einem Kampf, wird es von der Gruppe angefeuert. Seine Kameraden zu unterstützen ist ihm sogar wichtiger als seine eigene Sicherheit. Die Gruppe verhält sich dabei wie eine Cheerleader-Truppe und erzeugt Pompons aus Funken auf den Handflächen oder Funkenregen aus der Elektrizität ihres Körpers, was Teamkameraden sehr ermutigt. Verläuft dieser Kampf nicht so gut, so gibt der Körper noch mehr Funken ab. Man sagt, die elektrischen Schläge von Minun und Plusle können den Blutkreislauf anregen und so Verspannungen lösen. Minun verabscheut Wasser und versteckt sich bei Regen unter Dachvorspringen. Dabei hat Minun keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit dem Typ Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Voltabsorber oder Blitzfänger. Dann nimmt es... Oder ist es immun gegen Elektroattacken? Doppelten Schaden nimmt es gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.